gestern mit der Versicherung der Unfallverursacherin telefoniert. Ich erkläre euch das gleich am besten. Für die Krankenhausverordnung, weil hier steht es ja drauf: Schleudertrauma am 27. nach Auffahrt. Also, ich habe jetzt mit meinem Autohaus telefoniert und die haben mir jetzt auch nochmal gesagt: Ah, Herr Osorg, hätten Sie sich mal direkt nach dem Schaden bei uns gemeldet. Wir haben ein All-in-One-Reparatur-Dingsums-Paket. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu Osorg Mega S zum neuen Video. Ich begrüße euch mal wieder ganz herzlich bei mir auf dem Kanal zu einem weiteren Classic-Männer-Vlog. Ihr habt ja, was soll ich sagen, ihr habt komplett rasiert, kann man so sagen. Ganz herzlichen Dank für die Resonanz auf meinem neuen Meinungsvideo zu dem Autounfall. Ist jetzt wieder ein Tag später. Und ja, es ist komplett gestern, also erstmal die ganzen Genesungswünsche, die ihr alle geschrieben habt. Ich glaube, ich habe fast alle Kommentare beantwortet. Ich bin mir nicht sicher, es sind ja über 70 Kommentare geschrieben worden auf dem gesamten Video. Deshalb ganz, 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 ganz herzlichen Dank dafür, für das Mitgefühl und auch die Genesungswünsche an Anita und auch an Susi. Ja, wir werden heute uns so ein bisschen klar Schiff machen. Anita ist auch da. Hallo, hallo. Da ist sie. Der geht es immer noch ganz schlecht. Du hattest Ich habe gestern, immer noch Kopfschmerzen. genau, du hast gestern den ganzen Tag im Bett gelegen. Wir waren auch gestern beim Arzt. Krankgeschrieben bist du jetzt auch eine Woche oder nee, Sieben sieben Tage. Tage lang, genau. Also das heißt, also der Arzt, bei dem wir gestern gewesen sind, der hat Anita auch noch 7 Tage krankgeschrieben. Zum Ergebnis oder zur Nachvollziehbarkeit, wir wissen es nicht genau, aber ihr geht es ja jetzt auch besser. Und die Ärztin hatte gesagt, wenn es schlimmer wird, sollten wir auf jeden Fall ins Krankenhaus oder zu einem Neurologen MRT gehen. Also ich hatte das auch auf Instagram schon gepostet gehabt. Da hatte ich es in der Story schon erwähnt. Also wir haben, Anita ist krank geschrieben wegen vermutlichen ja, Gehirnerschütterung, Schädel-Hirntrauma durch diesen Autounfall, weil sie ja, das wurde ja von hinten reingefahren und sie ist so nach vorne, klack, nach hinten mit dem Nacken gegen die Rückseite vom Autositz geknallt. Und das ist ja sehr, sehr häufig, wenn man einen Unfall hat oder sowas, dass sowas ja solche Schmerzen verursacht, dass man dann halt auch sowas davon trägt. Wenn es jetzt noch schlimmer geworden wäre als gestern, wären wir noch ins Krankenhaus gefahren. Wir haben jetzt aber erstmal gestern mit viel Wasser trinken, viel Ruhe. Was hast du bei, habe ich dir mal gemacht, diese Eisdinger, richtig? Diese Kühlakkus, Kühlpads. Ja, Kühlakkus für den Kopf und Genau, Halskissen. damit Miras besser Für geht. die Schulter. Genau, und jetzt heute sieht es erstmal so aus. Ich habe jetzt noch gestern mit der Versicherung der Unfallverursacherin telefoniert. Ich erkläre euch das gleich am besten. Ich wollte noch kurz sagen, bevor ich jetzt hier nur wieder einen Cut mache, weil sonst sind es wieder zu viele Themen auf einmal. Wir haben ja noch den Adventskalender verlost und ich muss heute noch zur Post gehen. Der Adventskalender ist in dem Paket drinne. Gewinnerin hat sich gemeldet. Obendrauf liegen noch diese kleinen, wie nennt sich das? Das sind diese Kerzenhalter, die wir im Stream gezeigt hatten. Das war übelst scheiße. Ja, hier ist der Stern, den Mira gebaut hatte im Stream. Das hat euch auch sehr, sehr viel Freude bereitet. Der ist auch cool, aber mit den Korken seht ihr, hier oben sind diese Löcher. Da müsste man halbe Korken reinmachen, aber ist nicht so schlimm. Eigentlich ist der trotzdem ganz schön. Da machen wir noch eine Kerze drauf und dekorieren das auch. Aber ihr hattet es ja im Stream gesehen. Im Livestream bei Mira auf dem Kanal. Diese Kerzenhalter waren in der Verpackung kaputt. Da haben wir uns jetzt beschwert. Die muss ich dann auch noch bei Amazon zurückbringen. Das heißt, ich bringe einmal den ja, Adventskalender, den wir verlost haben, an die Zuschauerin zur Post. Und dann mache ich noch diese Rücksendung von diesen Dingern. Da muss ich mir aber noch so ein kleines Paket suchen, weil ich weiß gar nicht, wo ich das reinkriege. Ich habe noch irgendwo bestimmt einen kleinen Karton, den ich rumliegen habe. Ja, so viel erstmal dazu. Ich werde gleich mal die Unterlagen von dem Unfall nochmal, weil ich habe euch ja nicht alle Fotos gezeigt. Ja. Du hast mir noch nicht alle geschickt? Dann schicken wir mal noch die restlichen. Wir machen jetzt erstmal hier, würde ich sagen, Cut. Und wir sehen uns dann gleich vom Computer wieder. Dann zeige ich euch noch die restlichen Fotos vom Unfallort. Also wirklich. So, nur um euch das zu zeigen, so sieht es dann auf YouTube aus. Da ist dann so ein Feuerwerk, wenn das Video besonders krass abgegangen ist. Also ganz, ganz herzlichen Dank, wie gesagt, zu dem Video, was jetzt gestern online gekommen ist. Das sind die Zettel, die ich euch auch noch zeigen wollte. Also das ist ja hier die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die wir vom Arzt bekommen haben, wo halt die Mira entsprechend
krank geschrieben ist. Hier steht auch noch da unten nochmal diese Begründungen drauf. Und dann haben wir hier natürlich auch noch diese Überweisungsscheine für die Krankenhausverordnung, weil hier steht es ja drauf, Schleudertrauma am 27. nach Auffahr und in Folge stärker Kopfschmerzen und Erbrechen bekanntes HWS-Syndrom, also Halswirbelsäulensyndrom, ja, also dass das nicht gut aussieht. Und dann steht hier unten auch nochmal, Ausschluss ICB erbeten und gegebenenfalls weitere Therapie bei Kopfschmerzen und Erbrechen. Ja, das ist natürlich halt auch sinnvoll. Und auf dem dritten steht dann hier auch nochmal drauf, also Schleudertrauma nach Auffahrunfall und hier Auftrag, dass man das Ganze halt bei der Radiologie, also theoretisch, ja, scannen lassen soll, um ja, mögliche eventuelle Hirnblutungen sonst auszuschließen. Ja, also hier oben steht es nochmal Radiologie, Überweisungsschein. Ich wollte euch eigentlich noch die Fotos zeigen am PC, hat jetzt aber eben gesehen, dass ich noch nicht alle Fotos von Anita übertragen bekommen hatte. Das heißt, also mache ich jetzt später. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zur Post, um das Paket wegzubringen. Also beide Pakete, wie gesagt. Ich habe jetzt hier noch so ein kleines, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Da ist dieser Abus-Beschlag drin gewesen. Da habe ich jetzt die ganzen diese Kerzenlichthalter, wo ja die unten diese Nadeln, also wo man es reinpieksen kann. Da war ja die Hälfte kaputt. Ihr hattet es ja wirklich im Stream gesehen. Wir haben jetzt bei Amazon heute Morgen, Rücksendeantrag gestellt, dass man das zurückschicken kann und die haben das jetzt auch gerade eben bestätigt. Defekte Ware zurücksenden, scheißegal, erledigt. Und dann muss ich mich da auch nicht mal groß weiter drum kümmern. Ist natürlich sehr ärgerlich, weil wir wollten euch ja eigentlich ganz cool das zeigen, wie das sich aussieht auf dem Adventskranz, den die Mira gemacht hatte aus den Korken, aber das war ja dann so hingemurkst, sage ich jetzt mal. War trotzdem ganz süß, ja, aber war so ein bisschen wie gewollt, nur nicht gekonnt so. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Also ja, der Postmann ist hoffentlich kulant, dass das jetzt alles gleich klappt. Und wie ihr sagt, dann haben wir auch alles für heute erstmal verschickt. Was ich noch erzählen kann, ich Ende Oktober, Anfang November, war ich ja bei der Bank gewesen. Vielleicht hattet ihr das ja mitbekommen mit dem Sparvertrag, mit dem Sparkonto. Da hatte ich auch ein Video zu gemacht. Und da sollte eigentlich noch was geklärt werden. Und jetzt habe ich nochmal nachgeguckt. Der Mann von der Bank, der hat sich die letzten 3 Wochen nicht bei mir gemeldet. Und sollte morgen nochmal eine E-Mail geschrieben. Hallo lieber Hans Wurst, Bankmitarbeiter, weiter. Wie sieht denn das jetzt aus? Haben Sie denn die Sparprämie? Haben Sie denn den Freistellungsauftrag gemacht? Ja, muss ich abwarten, was der mir jetzt zurückschreibt, weil ist ja bald das Jahr vorbei und ich würde da gerne meine ganzen Zusatzboni bekommen. Also wenn mir der Staat schon Geld schenkt, dann möchte ich das auch gerne haben. Ja, kann man nachvollziehen, glaube ich, oder? Naja, egal. Auf jeden Fall sind wir jetzt gleich an der Post dran und dann geben wir mal das Paket ab. So, ich habe meine abgegebenen Postsachen, ich habe die Sendungsverfolgungsnummern, die Zettel und wunderbar, jetzt funktioniert das auch alles, damit bin ich sehr, 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 sehr froh. Ich hoffe, dass das Paket auch noch rechtzeitig ankommt bei der Zuschauerin mit dem Adventskalender. Ich weiß, es ist nur 89 Cent jetzt gewesen und der Versand hat jetzt mehr gekostet, aber es ging ja um den Gag, den wir gemacht haben. Und ich fand das sehr, sehr cool. Und wir fanden das auch wirklich sehr, sehr schön, dass so viele Leute da mitgemacht haben bei der Verlosung von Anita. Apropos Verlosung, also wir sind jetzt wirklich ja kurz vor Vlogmas. Also am 1. Dezember geht es ja schon los. Es kommt ja jetzt Schlag auf Schlag jeden Tag ein Video. Und es kommt auch noch ein Ankündigungsvideo von Anita zu einer weiteren Verlosung. Deswegen seid mega gespannt und macht dann da auf jeden Fall mit. Das ist jetzt so ein Spoiler, ja. Also ihr müsst die nächsten Videos von Anita alle gucken. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Wirklich jetzt. Wirklich jetzt. So, ich war jetzt noch beim Edeka. Ich weiß gar nicht, ob ich die Szene jetzt irgendwie aufgenommen hatte, aber ich hatte, glaube ich, eine Insta-Story gemacht. Das heißt, hier nochmal die Erinnerung, wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann jetzt hier unten in der Videobeschreibung klickt auf den Instagram-Link und folgt mir da mal. Ich habe gekauft, ja, jetzt ist so, das ist so ein Mini-Food-Hall jetzt geworden, weil wir sind noch vollkommen gut ausgerüstet auf dem auf Colinas Küche heißt es ja. Auf Colinas Küche gibt es den Globus-Hall. Ja, hoffentlich. Oder er ist online. Oder er kommt noch online. Auf jeden Fall, ist alles gut, Schatz. Wir haben bei Globus ganz viel eingekauft und unser Gemüsefach ist voll. Unser
Tiefkühlfach ist voll und die Vorratschränke sind auch voll, weil wir bei der Metro vorher waren. Das heißt, wir müssen jetzt bis zum Jahresende theoretisch nichts mehr kaufen und sind so. Naja, so also ganz so einfach. Ja, naja, theoretisch. Also ein paar besondere Sachen ordere ich noch. Ich will auch nochmal bei der Koro-Drogerie bestellen. Weil Koro ist richtig und wichtig. Apropos Koro, ich bin zwar nicht der Werbepartner, aber ich möchte es nochmal kurz erwähnen. Mit dem Code MIRA könnt ihr dort sparen und Koro. Da habe ich gestern mit dem Lars drüber gesprochen. Also das ist jetzt keine bezahlte Werbekooperation bei mir, sondern ich mache das freiwillig. Ich habe mit dem Lars gestern gesprochen. Lars ist ein sehr guter Kumpel von mir und der spielt schon seit Jahren mit mir WoW. Kleiner Funfact nebenbei, heute ist das neue WoW-Addon rausgekommen. Das heißt, ihr werdet mich die nächsten Tage werdet ihr mich nur vom Computer zocken sehen. Ich werde heute noch WoW anfangen. Aber Lars, der hat 60 Kilo abgenommen im letzten Jahr. Der hat nämlich Meal Prep, Kalorienzählen und gesunde Ernährung gemacht. Und da hat er sich auch viele Sachen, wie beispielsweise Cashewnüsse und sowas gekauft, für seine Essensvorbereitung. Und da kann ich euch nur sagen, bei Koro ist es am billigsten. Ich habe Lars gestern davon erzählt und Lars sagte mir, ey, das ist wirklich extrem günstig, super geile Preise für solche großen Packungen und in Bio-Qualität. Er hat sowas noch nie gesehen. Deswegen checkt unbedingt mal die Koro-Drogerie aus und mit dem Code MIRA könnt ihr dort sparen. Zurück zum Food Hall. Ich habe hier einmal von gut und günstig fettarme Haarmilch gekauft, weil wir hatten keine Milch mehr, damit wir was zum Kochen haben. Dann habe ich gekauft zweimal saure Sahne. Auch da wieder der Trick. Das ist nämlich so wie Kochsahne oder wie Creme Fraiche. Aber das unterscheidet sich nur im Fettgehalt. Und saure Sahne hat den niedrigsten Fettgehalt. Also zum Soßen abschmecken und zum Verfeinern von Gerichten ist das die fettarmste und die leckerste Lösung. Ja? Muss ich nochmal betonen. Ja, ich persönlich finde, dass das die leckerste ist. Könnt ihr übrigens auch in die Kommentare schreiben. Lasst euch nicht von den grimmigen Kommentaren aus dem Flur und aus dem Badezimmer ablenken. Ihr müsst so euch auf mich fokussieren, das ist ganz wichtig. Schon wieder, Schatz? Nein, immer noch. Oh, Mann. Ja, genau, das hier habe ich auch gekauft. Das ist übelst crazy, weil wir wollen ja auch einen veganen Monat machen. Und bei Edeka gibt es My Veggie vegane Kochcreme. Wir hatten das schon bei Kaufland gesehen, aber das war da gerade ausverkauft. Ich genau. Bin sehr gespannt drauf. Ich möchte auch gerne wissen, wie es funktioniert. Auf Haferbasis, rein pflanzliche Kochcreme. Natürlich gucke ich hinten wieder drauf und dann ist da Guarkanmehl drin, Stabilisator, Galanarizion, Emulgator Mono und Diglyceride. Klingt jetzt nicht so gesund, aber es ist eine vegane Kochcreme. Und dann habe ich noch einmal Rama zum Vergleich mitgebracht, die normale Creme Fin zum Kochen. Auch mit sie, es hat beides übrigens 7% Fett, ja, also nur damit man das versteht, es sind beides so Kochcreme und das eine ist halt mit Milch und das andere ist halt pflanzlich. Und ich habe jetzt ausgegeben gehabt für diesen Mini-Food Hall 3,78 € für 5 Produkte. Ja, ich muss natürlich sagen, ist okay, geht klar. Rama Creme Fin war auch im Angebot, die kostet normalerweise 1,50 €, hat nur 79 Cent gekostet bei einer Werbung. War halber Preis, deswegen habe ich das überhaupt geholt. Ja, so Milchprodukte hatten wir nicht geholt in der Globus. Genau, hatten wir nicht geholt. Deswegen, somit ist der Food Hall für heute auch auf diesem Kanal abgeschlossen. Also ihr seht es hoffentlich nochmal. Ich habe euch nicht angeschwindelt, ja. Es gab letztens wieder Kommentare, dass ich irgendwie Sachen erfinde oder mir ausdenke. Nee, das ist hier alles real. Stay real, meine Freunde, ja. So geht's ja nicht. Ich habe auch diesen, das war wieder so ein neuer Zuschauer, der das erste Mal kommentiert hat. Ja, also, die Guten und Schlauen unter euch wissen, dass wir hier alles authentisch machen und ich habe euch bei allem bisher mitgenommen, ja, auch bei den YouTube-Einnahmen. Also von daher, ihr lasst mir da nicht ans Bein pinkeln von solchen Hans-Wurstis. Gut, das kommt in den Müll. Ja, und dann gucken wir mal, was heute der Tag noch so bringt. Vielleicht habe ich es euch noch, die Fotos und den Fortschritt zu dem Autogeschichte zu dingsen. Ich habe auch noch ganz liebe Kommentare bekommen. Der Arnold hat mir geschrieben, wenn morgen jemand von der Dekra kommt zur Untersuchung, das ist ja theoretisch ein Partner von der Versicherung des Gegners. Der könnte das schlechter bewerten. Ich soll auf jeden Fall einen eigenen Gutachter mir auch nochmal kommen lassen. Da muss ich mal schauen, wie ich das mache, welchen Gutachter ich da bestelle. Ich habe noch die Karte vom Kfz-Gutachter Kohlruss. Die waren sehr, sehr gut. Das waren die Leute, die auch den Schaden aufgenommen hatten, wo mein Auto angesprüht gewesen war und das fotografiert hatten. Hatten sehr kostenfrei damals gemacht gehabt. Deswegen, ich frage mal nach, wir haben jetzt den Schaden, wie das aussieht und dass das ja mit der gegnerischen Versicherung abgerechnet wird. Schreiben wir da dann nicht nur den Preis in die Höhe? Weiß ich nicht, also die Versicherung, nee, die Versicherung muss das eh alles zahlen. Ob jetzt da der Dekra-Typ raufguckt oder nochmal jemand anderes, das ist egal. Und ich habe mit Lars dazu auch drüber gesprochen, der hat gesagt,
wenn geheime Fehler, also die nehmen ja nur die Aufnahme jetzt raus von den, von dem, was sichtbar ist, also das, was eingedrückt ist, kaputt ist, abgebrochen ist, abgeschabt ist, alle Lackkratzer, alles, was beschädigt ist, das nehmen die ja jetzt auf. Aber wenn sie dann die auf der Hebebühne die Sachen abnehmen und darunter stellen sich noch weitere Mängel aus, dann wird es nachgedingst, dann muss das alles nacherfasst werden und dann kommt sowieso nochmal ein zweiter oder ein dritter sogar nochmal. Also das ist irrelevant. Ich habe einen Kleck Koro-Erdnussbutter in die Schüssel gemacht, in die Mehlschwitze. Schmeckt sehr gut. Ich habe Essen gekocht bekommen von der Mira, vielen Dank. Schmeckt sehr lecker. So. Ich fand die Tortellini nicht so lecker vom Gluten. Ja, es geht die so. Die Füllung war ganz komisch. Aber ich mag gefüllte Nudeln eigentlich irgendwie. Ja, die das schmeckt, soll wie Rind schmecken, aber ist so eine Fleischmischung. Nee, es soll Bacon sein, Prosciutto Crudo. Nee. Da hinter dir ist, neben dir ist die Packung. Also wie Prosciutto? Speck, nee, wie Kochschinken schmeckt das nicht. Das schmeckt irgendwie anders, so mir komisch. Naja. Aber mit Gemüsesoße esse ich das auf. So, genug für heute, wir sehen uns gleich später wieder. Es ist jetzt ein bisschen später, ich habe nochmal ein Update für euch. Also ich habe jetzt mit meinem Autohaus telefoniert und die haben mir jetzt auch nochmal gesagt, Herr Osorg, hätten Sie sich mal direkt nach dem Schaden bei uns gemeldet. Wir haben ein All-in-One-Reparatur-Dingsungspaket. Also habe ich hier das ist der Auto-Ordner, ich habe halt mit der Frau Dingsi-Dongsi gesprochen. Hier ist Autohaus, seht ihr ja hier. Die haben nämlich ja auch meine Dingensens gemacht gehabt, meine Inspektion vor 2 Monaten. Das ist das Traurigste. Ich hatte vor 2 Monaten meine Inspektion am Auto, wo sie festgestellt haben, ja, ihr Auto ist sehr gut in Schuss. Haben sie gut gemacht die letzten 6 Jahre und dann so ein Scheiß. Ja, dann, Mira hat vorhin noch Wäsche aufgehangen. Jetzt liegt sie wieder im Bett mit ihrem Kopfschmerzen. Es tut immer noch doll weh. Wie geht's dir jetzt, Schatzi? Ich will schlafen. Armes Niti. Ja, die lassen wir jetzt in Ruhe. Ich will den Vlog auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich habe schon gemerkt, wir sind irgendwie wieder bei 14, 15, 17 Minuten. Also, termintechnisch sieht es jetzt erstmal folgendermaßen aus für euch, damit ihr jetzt noch einen Abschluss habt für heute. Und zwar, als erstes wird morgen wahrscheinlich gegen 10 Uhr der Dekra-Mann kommen. Ich hatte nochmal versucht, bei der Dekra anzurufen, weil mir die vom Autohaus gesagt haben, ich muss den Kfz-Sachverständigen des Unfallgegners, der von deren Versicherung vorgeschlagen wird, den muss ich nicht nehmen, weil der erstellt eventuell ein Gutachten zugunsten des Unfallgegners. Ja, ist ja klar, wenn die miteinander zusammenarbeiten, kann das ja wirklich sein. Ja, ich habe das versucht nochmal anzurufen, habe da aber leider niemanden erreicht mehr von der Dekra, dass das abgesagt werden kann. Ich habe eine E-Mail jetzt geschrieben, ob das jetzt anpasst oder nicht. Weiß ich nicht, keine Ahnung, ist halt einfach so. Ich habe aber für die nächste Woche Dienstag zum 6., zum Nikolaus, meinen Termin im Autohaus zur Schadensbegutachtung und da soll ich dann auch dieses vom Gutachter mitbringen, was da ausgestellt wird von der Dekra. Also wenn das klappt, ansonsten, wenn ich den Dekra-Termin noch absagen kann, dann kann ich mir noch einen eigenen Gutachter kommen lassen, der halt das Ganze bewertet. Ich denke, dass ich das morgen auch vloggen werde. Ich werde das vielleicht so ein bisschen heimlich filmen, damit, weil ihr wisst ja, fremde Menschen und so, verpixeln und so. Aber schauen wir einfach mal. Und ansonsten kann ich nur sagen, war ich heute sehr fleißig. Wir haben ja die Sachen per Post weggeschickt, vorhin habt ihr gesehen. Ich habe zahlreiche E-Mails noch geschrieben. Ich habe noch Briefe gemacht. Ich habe noch telefoniert. Ich muss jetzt noch eine E-Mail schreiben, weil das ärgert mich auch. Denn der Vati, der ist ja Pflegegrad 3 und der bekommt ja auch Pflegegeld, damit für die ganzen Leistungen, die wir für ihn machen, das gegenfinanziert wird, weil ja der Pflegedienst nicht alles übernimmt. Das heißt, von der Krankenkasse wird dann Geld an die Pflegeperson und an den Vati ausgezahlt. Und es fehlt die Abrechnung von September und es fehlt die Abrechnung von Oktober, dass die Krankenkasse das Pflegegeld überweisen kann. Das ärgert mich auch schon wieder, da muss ich jetzt auch nochmal anrufen und E-Mails schreiben, Schrifte verfassen, dass es halt hinhaut. Naja, so viel auf jeden Fall erstmal dazu. Der Vlog wird an dieser Stelle jetzt damit beendet. Ich hoffe natürlich, dass er euch gefallen hat. Wenn dem so ist, könnt ihr jetzt gerne am Ende natürlich noch einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr was kommentieren wollt, könnt ihr jetzt am Ende des Videos einfach so ein Auto-Emoji von WhatsApp oder ein Polizeiauto oder irgend so ein Auto-Emoji könnt ihr gerne in die Kommentare noch schreiben. Für den Algorithmus kennt ihr ja, wisst ihr ja, immer am Ende des Videos, weil ich weiß, die treuen Zuschauer, die gucken bis hierhin und die wissen ja dann, warum man dieses Emoji reinposten muss. Und wenn dann andere Zuschauer neu auf den Kanal kommen, dann sehen sie die ganzen Autos, was ich immer cool finde. Ja, also so, wie ihr es halt wisst.
Ansonsten war es das dann soweit. Wir sehen uns dann einfach beim nächsten Video wieder. Stay real. Bis dann, euer Ozok. Ciao.